In diesem Video zeige ich dir, wie du ganz einfach ein Dramaturgiemodell für dein Drehbuch oder deine Geschichte nutzen kannst. In dem letzten Video habe ich dir bereits beschrieben, dass eine Synopsis ideal durch ein Dramaturgiemodell wie die Drei-Akt-Struktur aufgebaut sein kann. Denn eine Synopsis soll nur ganz grob die wichtigsten Ereignisse für eine spannende Struktur aufzeigen. Okay, und so machst du das am besten. Schreibe zuerst als Überschriften alle Phasen des Drei-Akt-Modells einmal auf. Also Exposition, erster Wendepunkt, erster Teil der Konfrontation, zentraler Wendepunkt, zweiter Teil der Konfrontation, zweiter Wendepunkt, Auflösung und Klimax. Danach betrachtest du deine Filmidee oder deine Geschichte und ordnest in ein bis drei Sätzen die wichtigsten Ereignisse in diesem Schema ein. Ganz wichtig, versuch nicht zwanghaft deine bisherige Idee in jede einzelne Phase hineinzupressen. Betrachte einfach die einzelnen Ereignisse in deiner Geschichte und schaue, in welcher Phase diese einfach am besten passen würden. Denn hier bemerkt man oft, dass die eigentliche Geschichte noch gar nicht vollständig ist. Vielleicht fehlt hier und da noch ein Wendepunkt oder vielleicht ist deine Geschichte auch einfach noch gar nicht zu Ende erzählt. Bleibe daher möglichst objektiv beim Aufschreiben deiner Geschichte oder deiner Filmidee und versuche am besten, dass bei jedem Abschnitt, den du schreibst, sich nicht nur die Geschichte weiterentwickelt, sondern auch der Held. Als ganz grobe Orientierung sagt man, dass die Synopsis eines Spielfilms ungefähr eine DIN A4-Seite ausfüllen sollte und die Synopsis eines Kurzfilms eher so eine Drittel bis halbe Seite. Der eigentliche Schreibstil ist auch noch völlig egal. Es kommt auf eine logische und lückenlose Struktur an. Daher brauchst du keine Bedenken zu haben, einfach loszuschreiben. Und lass auch gerne hier schon ein paar vertraute Personen einmal drüber lesen. Funktionieren die Wendepunkte? Ist die Geschichte spannend? Eine Synopsis ist super hilfreich und der einfachste Schritt für den Start deiner Geschichte. Diesen und noch viele weitere Tipps kannst du in meinem Buch 8,5 Schritte Drehbuch schreiben mit System nachlesen. Link ist in der Beschreibung, solltest du definitiv mal einen Blick drauf werfen. Ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder und damit ab zum Outro.